aus Astmaphysik Astro TV. Vor uns befindet sich das nächstgelegene Sternsystem bei unserer Erde, Alpha Centauri, mit gerade einmal 4,3 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und heute möchten wir uns dieses System auf Universe Sandbox mal genauer ansehen. Das, was ich da rechts hatte, das lassen wir erstmal weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Und wir möchten erstmal nur das System hier sehen. Also wir sehen ja hier diese Masse im Mittelpunkt. Denn diese beiden Objekte umkreisen sich ja um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Das befindet sich genau hier, wie es aber ein Doppelstern typisch ist. Hier haben wir Alpha Centauri A. Alpha Centauri A ist ein sonnenähnlicher Stern, etwas größer, etwas massereicher als die Sonne, aber auch etwas älter. Das erklärt natürlich auch die etwas höhere Leuchtkraft, was Alpha Centauri hat. Denn unsere Sonne wird in etwa 1 Milliarde Jahre auch eine etwas höhere Leuchtkraft aufweisen. Aber natürlich ist die höhere Leuchtkraft auch auf die etwas größere Masse zurückzuführen. Also das ist quasi eine Kombi aus beiden. Wenn man es anguckt, Zusammensetzung, okay, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Eigentlich genauso warm wie die Sonnenoberfläche, also 5790 Kelvin. Und Alpha Centauri B ist ebenfalls ein sonnenähnlicher Stern, aber halt etwas kleiner, auch massenärmer. Und obwohl Alpha Centauri B nicht viel massenärmer und viel kleiner als die Sonne ist, ist die Leuchtkraft nur halb so groß wie die von der Sonne. Denn bei Hauptreihenstern gibt es ja diese Massen-Leuchtkraft-Beziehung, Masse-Radius-Beziehung. Und das hat kein lineares Verhältnis, sondern der Potenz liegt bei 3,5 bei der Massen-Leuchtkraft-Beziehung. Und deswegen würde zum Beispiel bei einer etwas niedrigeren Leuchtkraft, würde auch bei einer etwas niedrigeren Masse dann auch eine deutlich geringere Leuchtkraft vorliegen. Und bei Masse-Radius liegt der Potenz bei eigentlich bei hoch 1 etwa, bei Sternen mit unter 1 Sonnenmasse. Bei Sternen mit über 1 Sonnenmasse ist es hoch 0,6. Das würde natürlich bedeuten, dass massenreichere Sterne mit ungefähr 2 Sonnenmassen die etwa 1,4-fachen Sonnenradius hätten. Und bei der Leuchtkraft ist es halt natürlich der Unterschied dann schon ziemlich groß. Wir gucken uns jetzt mal dieses System uns mal an. Also jetzt lassen wir diese Sterne mal umkreisen. Alpha Centauri BC ist ein Planet, das Alpha Centauri B umkreist. Also erstmal gucken wir mal dieses Doppelsternsystem mal genauer an. Also mehr geht es leider nicht. Also Alpha Centauri B scheint Alpha Centauri A zu umkreisen. Aber auch Alpha Centauri A macht eine Bewegung. Das sieht am Ende aus wie so eine Schleife ungefähr. So in etwa. Aber jetzt sieht man es ganz gut eigentlich. Ja, gleich kommt wie diese Schleife. Zack. Es geht immer so, immer um diesen Massenmittelpunkt, weil das ist halt der gemeinsame Schwerpunkt, um den sich ja diese Sterne sich umkreisen. Ich habe schon gedacht, dass die sich jetzt gegenseitig verschlucken, aber das sah schon so ein bisschen so aus. Aber da wir das jetzt gesehen haben, schauen wir uns mal diesen Planeten Alpha Centauri BC an. Also Alpha Centauri BC umkreist Alpha Centauri B in Abstand von einer astronomischen Einheit. Und obwohl der Planet einen sonnenähnlichen Stern umkreist, in der gleichen Abstand, was die Erde zur Sonne hat, ist natürlich der Planet trotzdem wesentlich kälter. Das liegt nämlich aber daran, dass Alpha Centauri B nur die halbe Sonnenleuchtkraft hat. Aber das hängt aber nicht nur davon, sondern auch von anderen Komponenten ab, denn wir haben ja auch noch sowas wie ein Albedo, also Reflexionsvermögen, liegt bei 0,6. Aber es würde jetzt natürlich jetzt keinen allzu großen Unterschied machen, da die Erde ein Albedo von 0,3 hat. Also zwischen 0,3 und 0,6 ist der Unterschied nicht ganz so groß. Jetzt bei der Erde hat bei einem Abstand von einer astronomischen Einheit eine effektive Temperatur von minus 18 Grad und bei einem Albedo von 0,6 wäre es bei ungefähr minus 30 Grad. Also das würde jetzt zum Beispiel nicht zu minus 90 Grad führen. Also der Hauptgrund ist halt das, dass Alpha Centauri B nur die halbe Sonnenkraft hat.
Und da es auch eine etwas geringere Masse hat als die Sonne, ist natürlich das Jahr auch etwas länger. Denn je massenärmer ein Stern ist, desto länger ist auch das Planetenjahr bei gleichem Abstand zu Stern. Also damit meine ich, die Erde mit einem Abstand von einer astronomischen Einheit zur Sonne hat eine Umlaufzeit von einem Jahr. Alpha Centauri B mit 0,9 Massen, also schon bei 1,05 Jahren, wie man es sieht. Wäre die Masse von Alpha Centauri B noch länger, wäre der Planetenumlaufzeit auch noch länger. Also das ist halt so typisch Planetenkunde, was wir eigentlich quasi gerade machen. Aber so groß ist der Unterschied eigentlich nicht. So. Ja, also diese Umlaufbahn würde mich eigentlich sehr an der Erdbahn erinnern. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was passiert oder wie die Erde aussehen würde, wenn die Erde quasi einen Abstand von eine astronomische Einheit zu Alpha Centauri A hat. Aber das Problem ist so, ich muss natürlich jetzt erstmal finden, welche Objekte mal hier nehmen, bevor wir Objekte einfügen können. Das Problem ist so, dass Universe Sandbox ein Update hat und ich jetzt nicht weiß, wo ich jetzt die ganzen Planeten finde. Ach, da sind sie ja. Dann nehmen wir jetzt die Erde. Und die Erde platziert man in einen Abstand von einer astronomischen Einheit. Also 0,0, 0,997 geht auch, das ist egal. Also das macht jetzt keinen Unterschied in dem Sinne. Okay, wir haben jetzt hier die Erde. Die Erde umkreist Alpha Centauri A. Ein Abstand von 0,097 astronomische Einheiten. Und das Jahr dauert 11,4 Monate. Naja, Alpha Centauri A ist auch massenreicher als die Sonne etwa, wegen ist das Jahr dann auch kürzer, bei gleicher Abstand von einer astronomischen Einheit, so wie es ja, zwischen Erde und Sonne ist. Oh, das war jetzt ein bisschen schleifenförmig. Das war einfach zu schnell jetzt, das muss ich jetzt mal ein bisschen runterdrehen. Aber bei einer Planetensimulation sollten die Umlaufzeiten immer ziemlich gering sein, weil sonst fliegt einem das um die Ohren quasi. Aber man sieht, die Erde wird wärmer. Die Erde heizt sich auf. Da kann man jetzt auch schon denken, wie das Klima auf der Erde ungefähr 1 Milliarde Jahre sein wird, weil da wird die Sonne auch ungefähr 50% mehr Leuchtkraft haben. So in etwa. Und da soll die Erde eine Temperatur von ca. 30 bis 50 Grad schon bereits aufweisen, während sie jetzt bei 15 Grad liegt. Aber deswegen sieht man das hier auch. Also die Erde wird immer wärmer. Das wäre ja quasi die Sonne in ungefähr 1 Milliarde Jahre von der Leuchtkraft her. So. Wahrscheinlich, ja, so in etwa dem Bereich, auch wenn es 10% mehr Masse hat, wird die Sonne wahrscheinlich so bei 1,4 sein. Ja, das haut hin, bis 1,5. Alpha Centauri hat zwar 10% mehr Masse, aber würde jetzt trotzdem nicht allzu übermäßig viel beeinflussen an der Leuchtkraft. Aber ja gesagt, es ist zwar Potenz 3,5, aber bei 10% Unterschied ist er noch nicht ganz so groß. Denn als Alpha Centauri A das Alter von der Sonne hat, wird sie ungefähr 1,2 Sonnenleuchtkräfte gehabt haben, also auch weniger wie jetzt. Und wenn jetzt Alpha Centauri A 1,48 hat, wird wahrscheinlich dann die Sonne in einem Alter von 6 Milliarden Jahren bei ungefähr 1,4 dann sein. Das würde ziemlich gut hinhauen. Ist aber, ich weiß, ich rede ein bisschen hin und her, aber das ist halt manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen. Also man kann nur einen Ungefährwert angeben und eine Vermutung hinterlegen, aber so direkt beweisen, wie es wirklich zu 100% sein wird, das können natürlich auch Berechnungen nicht. Also es hat zwar diesen Faktor 3,5, aber das ist auch nur eine Massen-Leuchtkraft-Beziehung. Und das kann natürlich auch von dem tatsächlichen Wert abweichen. Man braucht nur den Stern Vega zu nehmen. Vega hat 2,7 Sonnenmassen. Aber nach der Massen-Leuchtkraft-Beziehung hätte Vega trotzdem eine niedrigere Leuchtkraft, als es tatsächlich hat. Aber ich kann auch gerne mal ein Video zur Massen-Leuchtkraft- und Massen-Radius-Beziehung machen. Da werde ich auch richtig Diagramme noch zeigen und so.
So. Aber man hat jetzt auch das Alpha Centauri-System gesehen. Ich würde auch gerne mal Proxima Centauri zeigen. Gucken, ob es den hier gibt. Proxima B, genau. Proxima Centauri befindet sich auch beim Alpha Centauri-System. Aber es gibt bei Alpha Centauri A, Alpha Centauri B und noch Proxima Centauri, das mit zum Alpha Centauri-System gehört. Aber ich vermute mal, dass dieser Stern vom Alpha Centauri A und B eingefangen worden ist, da Proxima Centauri auch nicht zur gleichen Zeit mit den anderen beiden Sternen entstanden sein kann, da dieser Stern 1,5 Milliarden Jahre jünger ist. Wir sehen ja hier, dass August 2016 Proxima Centauri B entdeckt worden ist. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Planet an. Als erstes lieber mal Proxima Centauri angucken. 12,3% der Sonnenmasse. Da ist also der Stern ja fast gerade so noch ein Stern. Also wäre es weniger als 8,6% der Sonnenmasse. Wäre es nur noch ein brauner Zwerg. Und viel größer als Jupiter ist es nicht und sonnenleuchtkraftmäßig auch komplett wenig. Deswegen muss natürlich der Planet, um überhaupt eine halbwegs Temperatur zu haben zu können, auch sehr nah an den Stern sein. Also man sieht 0,04 astronomische Einheiten von Proxima Centauri entfernt bis 0,05 astronomische Einheiten. Man sieht, dass obwohl der Planet sehr nah an Proxima Centauri liegt, dass die Temperatur sehr niedrig ist. Das ist halt an dieser niedrigen Leuchtkraft des Sterns zurückzuführen. Und gleichzeitig reflektiert es auch noch nicht allzu viele Sternlicht. Also sagen wir mal so, damit auf einem Planet um einen roten Zwerg eine halbwegs Temperatur herrscht, muss der Planet extrem dicht nah ran sein, weil sonst wird das nichts. Und das Problem ist halt immer das, ist die gebundene Rotation. Bei diesem Planet scheint es nicht so zu sein. Weil gebundene Rotation heißt, dass die Rotationszeit und Umlaufzeit übereinstimmt, sodass der Planet dem Stern immer die gleiche Seite zuwendet. Das kann aber auch beim Mond und Planeten sein, wie unser Mond zum Beispiel, rotiert gebunden zur Erde, weil wegen sie machen nur immer die eine Seite des Mondes. Aber hier ist es jetzt mal anscheinend nicht so mit der gebundenen Rotation. Aber in der Regel ist es so. Naja, das kann auch Fehler von der Simulation hier sein, weil ganz exakt ist das jetzt nicht. Aber für unsere Zwecke ist das vollkommen ausreichend. Also, man sieht das hier Proxima Centauri. Proxima Centauri B, ja. So. Also, wir haben jetzt Proxima Centauri kennengelernt und Alpha Centauri A und B noch dazu. Und so, dass ich auch noch ein paar Sachen dazu gezeigt habe. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal einen Planeten, also die Erde, in 1 AE Abstand zu Proxima Centauri hinwenden würde. Naja, auf so einer Erde würde ich nicht leben wollen, denn das wäre ewiger Winter. Eindeutig, das wird ewiger Winter. Boah, ich schätze, es wird auf minus 150 Grad abkühlen, bestimmt. Wie schnell sich Proxima Centauri bewegt. Und da natürlich die Masse von Proxima Centauri nur 12% ist von das, was die Sonne hat, dauert natürlich das Jahr auf der Erde dann, obwohl es ein astronomischer Einheit zu Proxima Centauri entfernt ist, nicht ein Jahr, sondern 2,76 Jahre schon bereits. Die Erde kühlt ja richtig aus, also es geht schon auf minus 100 Grad. Pff, naja, viel kälter kann es eigentlich nicht mehr werden. Wie ich es gesagt habe, also bei minus 150 Grad ungefähr ist Endstation. Ein Stückchen wird zurück sein, aber viel nicht mehr. Denke ich mal. Ja, es scheint irgendwie stabil zu bleiben. Ich habe das auch ein bisschen verlangsamt und dann sind die Temperaturen auch realistischer, als wenn man das so übermäßig schnell macht. Aber so stark kühlt es auch nicht mehr ab, also wird das so in der Drehung verliegen. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat,
Lasst gern ein Like da, einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne stellen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Auf Wiederhören.